Amir von GigaTech hier in Barcelona auf dem MWC. LG hat gerade das G5 vorgestellt, sein neues Flaggschiff-Smartphone. Das muss sich jetzt harter Konkurrenz aussetzen. Wir vergleichen das G5 mit dem iPhone 6S Plus. So, da sind sie, die beiden Streithähne, sage ich mal. Links das große iPhone 6S Plus, rechts das neue LG G5. Und das Erste, was auffällt, ist natürlich der Größenunterschied. Also, wir haben hier im LG G5 ein 5,3 Zoll Display. Das Display des iPhone 6S Plus minimal größer mit 5,5 Zoll. Aber die Unterschiede im Gehäuse sind schon deutlicher. Also, das iPhone 6S Plus misst in der Länge 158,2 mm, ist 77,9 mm breit und 7,3 mm dünn, wiegt aber auch ordentliche 100, ich weiß es gar nicht, ein bisschen über 190 Gramm. Und das LG G5 ist mit 149 mm in der Länge, 73,9 mm in der Breite und 8,6 mm in der Dicke kompakter, wenn auch ein bisschen dicker und mit 159 Gramm auch deutlich leichter als das iPhone 6S Plus, das jetzt gerade in den Landscape-Modus gegangen ist. Auflösungstechnisch haben wir im G5 QHD, also WQHD, 2560x1440 Pixel. Das iPhone 6S Plus löst mit nur Full HD auf, also 1080p, reicht aber völlig aus. Ihr seht, wenn ihr drauf guckt, das iPhone wirkt jetzt nicht unschärfer als das LG G5. Das Display ist heller vom iPhone 6S Plus. Das ist mir aber gerade auch schon beim Vergleich mit dem G4 aufgefallen. Also möglicherweise ein Problem dieser Ausstellungsmodelle hier. Das ist volle Helligkeit hier gerade rechts beim G5 und das ist nicht so richtig hell. Könnte für mich ein Ticken heller sein, ist aber wahrscheinlich ein Softwareproblem, das sich mit dem Firmware-Update oder vielleicht auch in der finalen Software, die dann in den Verkauf geht, schon wieder behoben hat. Akkutechnisch haben wir im G5, das gerade in den Stromsparmodus gehen wollte, einen 2800 mAh Akku, der wechselbar ist. Hier unten diesen Magic Slot, den kann man rausziehen und damit dann den Akku wechseln. Im iPhone 6S Plus ist ein fest verbauter 2750 mAh Akku drin. Also akkumäßig sind die on par, fast gleich große Akkus bringen beide Geräte. Dann haben wir unter der Haube des iPhone 6S Plus haben wir ja den bekannten A9 Prozessor von Apple. Und hier im LG G5 werkelt der Snapdragon 820, der neueste von Qualcomm, von dem wir durchaus einiges an Power erwarten. So, und dann schauen wir nochmal auf die Rückseite. Der Fingerabdruckscanner beim iPhone 6S Plus ist ja vorne im Home-Button. Beim LG G5 ist der hinten im Power-Button. Also das ist Fingerabdruckscanner und Power-Button gleichzeitig. Und die Kameras sehen wir ja auch noch. Wir haben im LG G5 eine Dual-Kamera, 16 Megapixel und 8 Megapixel. Oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht, welche von beiden die größere ist. Die Weitwinkelaufnahmen bis zu 135 Grad ermöglichen. Im iPhone 6S Plus haben wir eine 12-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator. Ja, das ist soweit unser kleiner Vergleich. Jetzt habe ich hier irgendwelche Dinge gedrückt. Unser kleiner Vergleich der beiden, kann man sagen, Flaggschiffe von LG und von Apple, das iPhone 6S Plus gegen das LG G5. Wer der Gewinner ist, dürft ihr für euch selbst entscheiden. Ich bin Amir von GigaTech, hier aus Barcelona vom MWC, von der Vorstellung des LG G5. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es doch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, da verpasst ihr keins der anderen Videos, die wir hier fleißig für euch produzieren. Ich freue mich aufs nächste Gadget. Bis dann.